Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon, deine Tierparade. Ja, ich habe wahnsinnige Lust auf Harvest Moon, aber das habe ich eigentlich immer, weil das Spiel einfach nur noch rotzegeil ist. Aber ich habe ein klitzekleines Problem, weswegen wir ab jetzt Harvest Moon ein bisschen anders spielen müssen. Ein bisschen aggressiver, sage ich jetzt mal. Und zwar, das Problem, das ich habe, es ist der dritte Sommer und ich habe mich einfach mal aus Jux an der Freude mal kurz erkundigt, wie weit denn zu diesem Zeitpunkt meine Mutter in dem Spiel war. Denn, wie ein paar von euch ja schon wissen, meine Mutter selbst spielt dieses Spiel ebenfalls. Und ich weiß nicht, die hat irgendwie den Tick, dass sie sich das alles in einem Buch aufschreibt. Ich hab's ja keine Ahnung, warum sie das macht. Wahrscheinlich, um es mir reinzuwürgen. Um mir reinzuwürgen, dass sie das Spiel besser kann als ich. Nehme ich jetzt mal an, dass sie das deswegen macht, aber es würde sonst keinen Sinn ergeben. Und deswegen renne ich einfach mal blindlings durch den Raum. Und, naja. Ich habe mich da mal ein bisschen erkundigt, was sie da so erreicht hat. Und bis jetzt haben wir circa das Gleiche erreicht. Bis jetzt. Die Problematik ist nur, dass sie in den nächsten Tagen des Spiels sowas von abgöttisch und extrem viel erreicht, dass sie einen wahnsinnigen Vorsprung wieder hat. Und das bedeutet, ich muss jetzt halt echt mal Gas geben, damit ich hier mal nicht hinterherhängen, weil das kann ja mal nicht sein. Was wir unbedingt machen müssen, viel Holz hacken, viel Stein hacken. Wir müssen auf jeden Fall den Viehstall ausbauen. Wichtig. Und ich muss scheiße viel Geld mit meinen Viechern machen, damit ich mir endlich eine ausgewachsene Kuh kaufen kann. Das ist ganz wichtig. So kann ich viel Geld machen. Das ist erstmal ganz wichtig. Und mein Hühnerstall muss ich auch auf Level 3 ausbauen, damit ich mir Seidenraupen kaufen kann. Ebenfalls sehr wichtig. Und ich habe vergessen, mich im Internet mal schlau zu machen, wie ich einen Bodychizer herstelle. Verdammte Scheiße. Naja, ich würde mal sagen, bevor wir hier jetzt weiter blindlings durch den Raum rennen, beginnen wir einfach mal den Tag. Und wie gesagt, wir haben ab jetzt sehr viel Arbeit vor uns. Und ja, ich muss Gas geben. Ich muss richtig Gas geben, wenn ich noch irgendwie Anschluss finden will bei meiner Mutter. Weil sonst ist die in nicht allzu absehbarer Zeit extrem weit vor mir. Und das will ich eigentlich verhindern. Da ich damals, also was heißt hier damals, wo eben Harvest Moon frisch rausgekommen ist, wo es da, keine Ahnung, für den Game Boy Color und was es da alles gab, und mein Lieblings-Harvest Moon, ja, Friends of Mineral Town für den Game Boy Advance, haben meine Mutter und ich ja damals gesuchtet ohne Ende. Und da habe ich ihr eigentlich immer mal richtig gezeigt, wie dieses Spiel geht, indem ich einfach alles 500 Mal vor ihr erreicht habe. 500 Jahre vor ihr und alles 10.000 Mal besser war bei mir. Aber diese Zeit ist anscheinend vorbei, weil meine Mutter mir jetzt halt mal richtig die Leviten liest in dem Spiel hier. Aber so leicht lasse ich das nicht auf mir sitzen. Und das bedeutet ab jetzt absoluten Krieg gegen meine Mutter. Oh ja. Und ihr dürft das mit ausbaden. Oh yeah. Ihr dürft es miterleben, wie ich mir den Arsch aufreiße, um meiner Mutter so mal richtig die Leviten zu lesen. Oh yeah, baby. Okay. Aber das Wichtigste ist jetzt, wie gesagt, erstmal viel Holz sammeln, viel Steine sammeln. Und unser Werkzeug muss extremst verbessert werden. Das ist auch ganz wichtig. Denn verbessertes Werkzeug bedeutet für uns weniger Energieverlust, und das bedeutet, wir können mehr an einem Tag machen. So, ganz wichtig vielleicht noch ist, dass ich meine Gießkanne und die Hacke bald auf Level 5 bringe, denn dann bekomme ich jeweils eine Powerbeere. Das gleiche gilt für meine Muku. Ich muss meine Muku so schnell wie möglich 10 Herzen verschaffen. Sie muss so schnell wie möglich 10 Herzen bekommen, denn auch dann erhalte ich eine Powerbeere. Und die kann ich jetzt halt wirklich sehr gut gebrauchen. Bei dem ganzen Zeug, das ich noch vorhabe, kann ich die wirklich sehr gut gebrauchen. Da brauche ich jede einzelne Powerbeere,
Und ja. Deswegen habe ich mir gedacht, muss ich jetzt mal Gas geben. Aber eins wird es definitiv geben, wo ich meine Mutter nicht überholen werde. Weil es einfach nicht mehr möglich ist. Und das ist die letzte Glocke. Die vierte Glocke habe ich ja fast schon. Das ist ja kein Problem. Aber die letzte Glocke, die wird verdammt nochmal ein Problem. Denn meine Mutter spielt das Spiel ein bisschen anders als ich. Und die kümmert sich ein bisschen um die anderen Dorfbewohner und scheißt nicht auf sie wie ich. Und deswegen erreicht sie die Glocke eigentlich um ein Vielfaches früher als ich. Gut, ich kann natürlich ein bisschen bescheißen. Das kann sie wiederum nicht, soll heißen. Ja gut, eigentlich ist es ja nicht bescheißen. Ich nutze die, ja, Möglichkeiten des Spiels aus, indem ich eine zweite Wii-Fernbedienung hernehme und damit die anderen Dorfbewohner glücklich mache. Das wusste sie nicht, das weiß sie nicht. Und somit habe ich einen kleinen Vorteil ihr gegenüber. Es sei denn, sie hat es mittlerweile irgendwie herausgefunden. Was ich jetzt mal sehr stark hoffe, dass das nicht der Fall ist. Denn wenn sie das auch noch herausgefunden hat, dann habe ich ein wahnsinnig großes Problem. Denn das würde einfach nur bedeuten, dass sie noch mehr weiß und noch mehr in das Spiel umsetzen kann. Die kann das Spiel jetzt schon so gut. Und ich habe jetzt schon so Probleme, hinterherzukommen. In jedem anderen Spiel unterliegt sie mir, aber haushoch. Nur hier nicht. Wobei, nein, das würde ich jetzt nicht sagen, in jedem anderen Spiel. In Tetris ist sie eigentlich auch besser als ich. Tetris, Dr. Mario und diesen Bullshit da. Da ist sie wirklich auch nochmal einen Zacken besser als ich. Aber das lasse ich natürlich, wie gesagt, nicht auf mir sitzen. Und oh Gott, wenn ich mal meine Energie anschaue, muss ich meine Gießkanne extrem erhöhen. Gießkanne, du musst Silber werden. Garantiert und ganz, ganz dringend. Oh mein Gott. Warum zum Geier gehe ich hier rein? Ich hätte jetzt nachschauen können, ob ich genügend Silber habe. Ja, das hätte ich nachschauen können. Allerdings bezweifle ich, dass ich überhaupt genügend Geld habe, um meine Gießkanne auf Silber. Nein, habe ich natürlich nicht. Ich weiß nicht mal, wie viel es kostet, aber mehr als 5800 auf jeden Fall. So, Leisten, das wird noch ein bisschen dauern. Und wunderbar! Das zweite Huhn ist erwachsen. Ein famoses Entenei. Donald, ich liebe dich. Du hilfst mir extrem. Kiki, komm mal her, du blödes Dreckstück, du. Lass dich hochheben, ja. Warum beleidige ich meine Hühner? Ich weiß es nicht, weil ich es kann. So. Ich habe schon überlegt, ob ich Donald nicht einfach verkaufen will und stattdessen ein Huhn kaufen will, denn naja, ein Huhn macht über einen größeren Zeitraum dann doch mehr Umsatz als eine Ente. Um einiges sogar. Da eine Ente schließlich nur alle 2 Tage ein Ei legt. Wo es mir gerade einfällt. Da, normales Hühnerei. Was nichts bringt, da ich eh gerade nicht mehr haben kann. Also soll heißen, kann ich es genauso gut verkaufen. Keke, verpiss dich von da. Greizgrutze. Geht doch. So, zack, verkaufen, verkaufen. Was habe ich da schon wieder dabei? Gurkensaat. Ah, ja, da habe ich mich auch mal erkundigt. Gurken bringen gar nicht mal so viel. Aber ich kann mir noch keine Honigmelonen kaufen. Die bringen um einiges mehr. Aber davon bringen die Wassermelonen viel, die ich mir gekauft habe. Bringen auch viel, ja. Aber nicht nennenswert mehr als Gurken. Das Einzige, was wirklich richtig nennenswert mehr gibt als Gurken, sind und bleiben die Honigmelonen. Denn die geben gut 2 Drittel mehr. So, Muku! Hilf mir doch ein bisschen, meine Mutter richtig schön fertig zu machen und gib mir richtig schön Milch. Sei brav zu mir. Muku, du liebst mich doch. Du willst es doch auch. Lass mich an deine Zitzen. Ich liebe dich, Muku! Ich liebe, liebe, liebe dich. Meme! Sorg dafür, dass ich auch dich liebe. Na komm, sorg dafür, dass ich auch dich liebe. Melkmaschine?
Na komm. Oh, nur normale Schafsmilch. Meme, das ist schade. Aber immerhin hast du mir Milch gegeben. Hätte ruhig ein bisschen mehr sein können, aber. Was mal mit edler Schafsmilch? So. Dann noch eine Melkmaschine. Meh, Lisa, gib mir deine Milch. Nur normale Schafsmilch. Och, Mann, oh, Mann. Ihr Frauen hasst mich doch alle. Außer dir, Muku. Muku, du bist toll. So, famose Milch. Werde zu famosem Käse. Ich befehle es dir. Digitiere. Halt, ich habe nur eine Buttermaschine. Wo es mir gerade einfällt. Das ist sehr scheiße. Das heißt, ich muss mir noch irgendwie eine Käsemaschine kaufen, damit ich noch mehr Geld machen kann. Denn eine Käsemaschine, denn Käse bringt mehr als Butter. Ist so. So. Dann verkaufen wir hier mal noch kurz die Butter. Sehr schön. Und somit wäre auch das. So, damit das aber ein bisschen fixer mit Muku geht. Muku! Bitteschön! Denn das mögen die Viecher, ihr beiden anderen Drecksviecher, seid mir scheißegal. Okay. In diesem Sinne hole ich mal meine Viecher raus. Wenn ich zur Glocke komme. Da ist sie. So. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich meine Schafe schon reiten kann. Ab 5 Herzen kann ich das. Ente? Nein, keine Ente. Aber doch Pilze! Und das freut mich wiederum. Pilze sind toll. Pilze. So. Ganz, ganz wichtig jetzt für mich mal zu wissen. Das ist noch praktisch. Ah, Meme hat 4 Herzen, okay. Das ist jetzt ganz praktisch zu wissen. Das jetzt nicht. Was interessant ist, ist hier 53 Holz und 32 Stein. Okay. Gut zu wissen. Hammer, du bist auf maximalem Level. Okay, mehr geht bei dir gerade nicht, das weiß ich. Gießkanne, du bist noch nicht auf maximalem Level. Beim Rest geht eben noch nicht mehr, außer eben bei der Angel. Okay. Das ist jetzt schon mal alles ganz gut zu wissen. Wo ist meine verfickte Drecksangel? Da. Yes, das, na, ich sag hier schon Wörter. Na, sowas. Wieso sagst du schlimme Wörter? Das ist böse. Das ist unter meinem Niveau. Wo ist eigentlich mein Niveau? Ich glaube, das ist irgendwo nach Nürnberg gerade unterwegs. Niveau, wo bist du? Ach ja, für alle die, die es noch nicht wussten. Ich war ja in Nördlingen und dort ist etwas Neues entstanden, was ich erfunden habe. Und zwar wohne ich ja ab jetzt nicht mehr allein in meiner Wohnung. Und werde ab jetzt immer begleitet und zwar von Bibo. Bibo ist mein rosa Elefant und er kann fliegen, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Bibo, sag doch mal Hallo. Na, gehört? Das war Bibo. Ja, mein geliebter Bibo, ganz braver Bibo, ich streichle ihn mal kurz, so, braver Bibo. Sein Hobby ist es übrigens, alte Menschen zu verprügeln. Ich weiß nicht warum. Bibo, warum schlägst du immer alte Menschen? Warum machst du sowas? Bibo, Bibo, Bibo. Und aus dir soll mal was werden, wenn du immer alte Menschen schlägst? Meine Güte. Für die, die sich wundern, warum es immer so bewölkt war, das war, weil Bibo immer unterwegs nach Nürnberg war, dort immer denselben alten Opa zusammengeschlagen hat und da der mehrfach gestorben ist, musste Bibo die Dragon Ball zusammensuchen, um Shenlong herbeizurufen, um diesen alten Opa wieder zu beleben, um ihn dann schließlich wieder totzuschlagen. Das ist Bibos Hobby. Makaber, aber es ist sein Hobby. So. Hallo, Detlef. Heißt du Detlef? Ich glaube, du heißt Detlef. Wenn du nicht Detlef heißt, dann heißt du ab jetzt Detlef. So, Detlef, lass mich doch zu dir hinein. Oder auch in dich hinein, dann das lieber nicht. Nur zu dir hinein. Der Tischler, wo ich schon irgendwie seit Ewigkeiten nicht mehr drin war. Hallo.